Ich kümmere mich darum, Sir. Ihr könnt gleich rauskommen und es sehen. Also ist endlich jemand gekommen, um uns zu helfen. Wir sind hier draußen mitten in Kalthafen. Und das ist die beste Frage, die euch einfällt? Ich führe ganz sicher keine Selbstgespräche. Ich spreche mit dem Alchemisten. Haltet die Klappe, räudige Katze. Bei all eurem Lärm höre ich mich selbst nicht mehr denken. Geduld, Sir. Ich werde alles erklären. Ich bin Teil der Magiergilde. Wir traten durch das Portal und landeten im abscheulichen Laboratorium. Die Daedra haben Experimente mit uns angestellt. Unsere zwei Seelen wurden miteinander verschmolzen. Jetzt siechen wir langsam dahin, während diese Seelenverschmelzung uns tötet. Ah, wieder aus Khajiit-Augen zu blicken. Sur hasst es, an diesem dunklen Ort eingesperrt zu sein. Ja, dieser ist recht berühmt. Vielleicht habt ihr von Sur gehört, aber Sur muss euch etwas sagen. Diese Seelenverschmelzung bringt uns um. Werdet ihr uns helfen? Werdet ihr unsere Seelen entschmelzen? Entschmelzen ist sehr wohl ein Wort. Entschuldigt. Die Dwemer-Maschine, die dafür verantwortlich ist, steht im Inneren dieses Labors, aber Geröll versperrt den Weg. Besorgt Surs Notizen und eine Flasche mit Perlentinktur. Damit können wir einen Trank brauen, der euch an diesem Geröll vorbeibringen wird. Fragen sind gut. Fragt so viel ihr nur wollt. Das ist schließlich die Grundlage jedes systematisch durchgeführten Experiments. Aber vergesst nicht, dass man die Regeln erst kennen muss, bevor man sie sinnvoll brechen kann. Oh ja, wir kamen her, um den bösen Molag Baal zu besiegen. Oder war es Mani Marco? Sur hat es vergessen. So viele böse Dinge beginnen mit dem Buchstaben M. Aber irgendetwas ging schief, weshalb Gadris und ich hier gelandet sind. Dann haben die Daedra unsere Seelen miteinander verschmolzen. Hier drüben. Dieser hat einen Illusionszauber gewirkt. Keine große Sache. Sur hat euch gefunden. Dieser ist jetzt so froh. Sur dachte, er hätte die Tinktur hier gelassen. Also kam ich her, um nachzuschauen. Verratet Gadris nicht, dass Sur hier war. Ein einfacher Illusionszauber hat mich geschützt. Aber Gadris macht sich immer so leicht Sorgen. Ich liebe das Erforschen. Diesem hat es schon immer gefallen, neue und ausgefallene Dinge auszuprobieren. Doch in diesem Fall, es ist sehr seltsam, sehr peinlich. Gehört dieser Gedanke mir Sur oder mir Gadris? Dieser kann sich nie sicher sein, wo Surs Gedanken enden und Gadris Gedanken anfangen. Sehr verwirrend, ja?
Sore sagte, dass unsere Freundin uns finden würde, Gadris. Macht euch keine Sorgen. Gadris ist wütend, weil wir uns hinter ein paar Felsen verstecken mussten. Unwürdig, sagt er. Nun, Sur sagt, dass es noch unwürdiger sei, von einer deformierten Kreatur gefressen zu werden. Ruhe, Gadris. Dieser weiß, was er tut. Das ist wohlduftendste Arbeit, meine Freundin. Wohlduftendste Arbeit. Sur wird umgehend den Trank herstellen. Er sollte euch ein wenig kleiner machen. Mit Sicherheit klein genug, um sich durch das Geröll zu quetschen. Lange genug, um ins Labor hineinzuschlüpfen. Ein paar Minuten, grob geschätzt. Jetzt lass Sur einmal nachdenken. Waren es 6 oder 7 Tropfen von der Tinktur? Sur glaubt, er habe etwas getrockneten Suppelus da drüben gesehen. Ja, hier ist er. Ah, Surs bislang bester Trank. Ihr werdet ihn jetzt trinken, nicht wahr? Das wird stündlich anstrengender. Hier ist der Trank. Ich hoffe, Sur hat keine Abkürzungen genommen. Aber so wie ich ihn kenne, schmeckt es wahrscheinlich furchtbar. Ja, Sur, ich werde es auf alle Fälle erwähnen. Ich bin kein Trankmischer und ich habe keine Lust, noch einmal die Vorzüge der Alchemie mit Sur zu diskutieren. Aber die Katze weiß schon, was sie tut. Such drin nach meinem Notizbuch. Es listet auf, was für die Herstellung der antipodischen Stäbe erforderlich ist. Stäbe, die die Seelenverschmelzung umkehren werden. Findet einfach nur die Komponenten und stellt die Stäbe her. Wir werden versuchen, uns zu erholen und genug Kraft zu sammeln, um uns selbst dort hinein zu teleportieren. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie bitte, bevor ihr den Trank trinkt. Der Trank wird wirken, ihr werdet es schon sehen. Und ihr sollt wissen, dass ich dankbar für eure Hilfe bin. Das sind wir beide.
Kadris Teleportationszauber hat funktioniert. Dieser ist hier. Gebt Acht, meine Freundin. Die Dwemer-Konstrukte sind erwacht. Sur hasst es, im grünen Dreck zu stehen. Egal, wie sehr man leckt, es geht nicht aus dem Fell. Gadris macht sich immer viel zu viele Sorgen. Er wollte sichergehen, dass ihr den Katalysator auch ja gefunden habt. Der Katalysator macht die Stäbe stark genug, um sowohl der Magika als auch der Maschine standzuhalten. Zwei Dinge, die diesem besonders gefallen. Nach der Seelenverschmelzung ignorierte uns der Aufseher einfach. Die Dwemer-Konstrukte waren inaktiv, also konnten wir hier einigermaßen ungestört arbeiten. Ja, Gadris, alles war in bester Ordnung, bis Sur etwas in die Luft gesprengt hat. Dieser Dunkelelf ist aber wirklich nachtragend. Viele Dinge. Das letzte war am spektakulärsten. Es war natürlich ein Unfall. Gadris war so wütend darüber, dass wir die Flucht nach draußen antreten mussten. Doch es scheint, als hätte sein Vorschlag für einen Katalysator nicht funktioniert. Also war das Experiment erfolgreich. Hier drüben! Die Konstrukte haben sich von der Schmiede wegbewegt! All dieses Herumschleichen, die wertvolle Energie wird für Illusionen auf Lehrlingsniveau verbraucht. Ich werde immer müder. Selbst Surs Enthusiasmus verebbt. Ich will mir keine allzu großen Hoffnungen machen, aber ihr habt sehr beachtliche Fortschritte erreicht. Vielleicht können wir dieser Qual doch noch ein Ende bereiten. Die Konstrukte sind abgezogen. Das Schmiedeareal ist frei, zumindest für den Moment. Schmelzt die Komponenten im Schmelzofen ein. Dann stellt aus der Mixtur zwei Stäbe her. In der Nähe des Schmelzofens steht ein Amboss, aber seid vorsichtig. Diese Mixtur kann explosiv sein. Die Maschine, die uns miteinander verschmolzen hat, steht ein Stück tiefer drinnen, im Arbeitsraum des Aufsehers. Wir werden euch dort treffen. Oh!
Teleportation war noch nie so schwierig. Der Zauber hat mich so viel Kraft gekostet. Ich hatte Angst, dass wir nie Form annehmen würden. Aber Sir hat den Schlüssel zu diesem Raum. Kurz nachdem wir hierher gekommen sind, hat er ihn beschafft. Konntet ihr die antipodischen Stäbe anfertigen? Wir haben es fast geschafft. Ihr müsst die Stäbe einsetzen, um die Dwemer-Maschine zu aktivieren, die die Seelenverschmelzung herbeigeführt hat. Oh, und der Kristall. Ich werde schon so nachlässig wie Sur. Sucht nach einem leuchtenden Kristall. Der Aufseher hat ihn in die Maschine gesteckt, um sie anzutreiben. Oh, nun, sozusagen. Ihr müsst wissen, dass Sur und ich keine zwei getrennten Körper mehr haben, in die wir zurückkehren könnten. Doch wenn das hier klappt, wird die Seelenverschmelzung wenigstens nicht uns beide töten. Die Magie wird die miteinander verwobene Stränge unserer Seelen auftrennen. Aber nur einer von uns wird diesen Vorgang überleben. Seid nicht betrübt. Wir freuen uns darüber, dass vielleicht wenigstens einer von uns überleben darf. Macht nur weiter. Wir werden euch gleich drin treffen. Hört auf zu schreien, Sur. Was? Oh ja, natürlich. Nein, ihr habt recht. So erinnert mich nun gerade daran, dass ihr äußerst hilfreich wart und wir uns ohnehin ausruhen müssen. Daher habe ich beschlossen, auf eine schnippische Erwiderung zu verzichten. Bitte nehmt meine Entschuldigung an und stellt eure Fragen. Von unseren eigenen Erfahrungen ausgehend scheint es, als ob die Verschmelzung zweier Seelen in einem Gefäß einen inneren Sturm entfesselt, in dem die Seelen um die Vorherrschaft kämpfen. Es kostet uns unsere gesamte Geistesstärke, unsere eigenen Persönlichkeiten zu erhalten. Dann wird die Natur ihren Lauf nehmen. Doch wenigstens werden wir dann versucht haben, gegen diesen Fluch anzukämpfen. So bekommt immerhin einer von uns die Chance, das alles hier zu überleben. Und eines solltet ihr wissen. Wie auch immer diese Sache enden mag, bin ich euch dankbar für die Hilfe, die ihr uns geboten habt. Der Aufseher ist dort drin. Er hat uns in diese Dwemer-Maschine gesteckt. Er ist gefährlich. Keine Sorge, dieser hat keine Angst. Der Vorgang kann umgekehrt werden. Unsere Forschung hat das ergeben. Sur ist optimistisch. Und wenn ich sterben sollte, dann ist das doch nur ein neues Abenteuer, ja? Wir sind sehr verschieden. Sur hat viel gelernt, als er den Geist des Dunmer teilte. Nur wenigen Khajiit ist es vergönnt, ein solches Wunder zu erleben, ja? Gadris wird viele große Dinge tun, falls die Entschmelzung funktioniert. Genau wie Sur. Doch dieser würde nie sich selbst retten, wenn das Leben eines anderen auf dem Spiel steht. Ich war mir nicht sicher, ob die Illusion lang genug andauern würde, um die Kammer zu durchqueren, aber das tat sie. Jetzt, da das Ende naht, muss dieser zugeben, dass er unsere gemeinsame Zeit vermissen wird. Dieser kann nicht glauben, dass ihr diese Kammer durchquert habt, ohne auch nur eine Illusion, um eure Anwesenheit zu verschleiern. Ihr seid so tapfer. Dieser? Sur's Schnurrhaare zucken im Kopf des Dunkelelfen. Jetzt kommt der spannende Teil. Ihr erprobt unsere Theorie. Seht ihr diese beiden Säulen? Die eine repräsentiert Sur, die andere Gadris. Führt die antipodischen Stäbe in sie ein und schaltet die Maschine an. Wenn alles klappt,
dann solltet ihr unsere verschmolzenen Seelen voneinander trennen können. Ja, wie wir es euch erklärt haben. Ein Körper, eine Seele. Aber immerhin wird einer von uns beiden überleben, um der Magiergilde beizustehen. Dieser weiß, dass ihr die richtige Entscheidung treffen werdet. Legt den Kristall in die Maschine. Dann steckt ihr einen antipodischen Stab in jede Säule, um den Trennungsprozess auszulösen. Einer von uns muss gerettet werden. Wie seltsam sich das anfühlt. Einfach nur wieder Sur zu sein ist einsam. Sur geht es gut. Zumindest glaubt Sur, dass es so ist. Dieser fühlt sich seltsam leer. Dieser ist wieder Sur. Aber dank meiner Zeit mit Gadris fühlt sich dieser auch anders. Sur möchte diesen Ort wirklich gerne verlassen. Viele böse Erinnerungen. Die Tür ist in der Nähe. Sie wird sich von dieser Seite öffnen lassen. Trefft uns, mich. Draußen. Meine Fähigkeiten beginnen bereits zu wachsen. Sobald wir draußen sind, kann dieser ein Portal zu einem sicheren Ort erschaffen. Surs Verstand fühlt sich leer an, leise. Ich vermisse Gadris schon jetzt. Während unserer gemeinsamen Zeit haben wir herausgefunden, dass die Dwemer-Maschine auf den gleichen Prinzipien beruht wie Molagbals Ebenenverschmelzung. Sur wird das Andenken des Dunkelelfen ehren und ihm diese Entdeckung zuschreiben. Vielen Dank noch einmal für unsere Rettung, meine Freundin. Dieser ist jetzt stark genug, um ein Portal zu öffnen. Wir sollten diese leere Stadt betreten, von der Sur schon so viel gehört hat. Das Portal bleibt nur für ein paar wenige Minuten offen, meine Freundin. Sur hofft, euch in der leeren Stadt wiederzusehen.
Eure Truppen werden schwächer, Talik. Der Wurmkult ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Und dieser Magier wird auch nichts daran ändern. Ihr bekämpft mich mit Bauernästre. Ihr verwechselt Schwäche mit Langeweile. Mein Magier wird seine Sache gut machen. Glaubt doch, was ihr wollt. Wenn ihr nach meinem Sieg vor mir kriecht, werde ich euch an diesen Moment erinnern und daran, wie Unrecht ihr hattet. Ihr zankt euch wie ein altes nordisches Ehepaar. Ihr habt nicht mal den Neuzugang bemerkt. Noch eine? Wo kommen die nur alle her? Die vermehren sich ja wie die Karnickel. Diese hier ist anders. Besonders. Ich glaube, sie wird meine Mannschaft gut ergänzen. Warum seid ihr zu den Klippen des Scheiterns gewandert, Sterbliche? Seid ihr neugierig, was euch hier erwartet? Fragt ihr euch, warum wir euch nicht zerstört haben? Oder warum die Magier vor uns gefesselt sind? Ich habe natürlich Antworten, wenn ihr zuhören wollt. Die drei, die neben mir stehen, haben den Herrn der Intrigen entweder zu Lebzeiten enttäuscht oder wurden im Tod an ihn gebunden. Die Erlösung ruft nach jedem von ihnen. Doch um die Gunst des dunklen Fürsten wiederzuerlangen, müssen sie erst mein Spiel gewinnen. Und niemand hat mein Spiel je gewonnen. Nun, diese Magier nehmen an dem Spiel teil. Die Seiten wurden gewählt und die Aufgaben verteilt. Erst müssen sie eine kleine Tat für ihren neuen Meister vollbringen. Wenn sie das überleben, geht der Spaß erst richtig los. Dann können sie anfangen, einander umzubringen. Ihr fragt so nett, aber nein. Sobald ihr mit dem Spiel beginnt, kann nur Sieg oder Niederlage euch befreien. Ihr solltet jedoch ein Element der Überraschung und Spannung ins Spiel bringen. Werdet ihr euch mutig ins Gefecht stürzen? Oder werdet ihr wie ein Feigling davonrennen? Sie befinden sich bereits im Spiel, dort unten. Sie kämpfen und tun alles, um zu überleben. Ich bin schon ganz neugierig, ob sie die erste Prüfung überstehen. Nur wenige schaffen das, wisst ihr? Dieses Portal bringt euch aufs Schlachtfeld. Sucht dort nach den Magiern, falls sie noch nicht ausgeschaltet wurden. Seid gewarnt. Sobald ihr durch das Portal tretet, seid ihr dem Spiel verpflichtet. Vergesst das nicht. Ich dulde weder Schummler noch Drückeberger. So leid, Jeline. Ich tue das, weil ich muss. Einer von uns muss es schaffen, hier herauszukommen und unsere Mission weiterzuführen. Warum nur, lieber Freund? Warum habt ihr das getan? Ihr seid mit uns gekommen, um Molag Bal aufzuhalten, nicht wahr? Es tut mir leid, dass ihr auch in diesem dummen Spiel gefangen wurdet. Nun, nehmt mein Leben. Tötet mich. Ich weigere, mich an dieser Farce teilzunehmen. Wirklich? Nun, ihr habt wirklich kein Gefühl für den passenden Auftritt. Hättet ihr nicht auftauchen können, bevor wir angefangen haben, einander umzubringen? Es tut mir leid. Es ist nicht euer Fehler. Ich bin nur enttäuscht über mich selbst. Und ich habe ein bisschen Schmerzen. Ist es zu glauben, dass Mim mich niedergestochen hat? Mim sprach von einem Plan, uns hier herauszuholen. Er sagte, wir müssten nur mitspielen. Aber als wir hier herunterkamen, ist der Dunkelelf geflohen. Und die Katze hat mich niedergestochen. Er meinte, es käme schon alles wieder in Ordnung. Traut niemals einer Katze. Angoff hat mich ausgewählt. Die Missgeburt, die Glen Umbra vernichten wollte,
sucht sich ausgerechnet eine Bretonin aus. Was für eine dreiste Arroganz. Doch das spielt jetzt wohl keine Rolle mehr. Er gab mir diese seltsamen Samen. Er meinte, es würde helfen, wenn ich sie einpflanze. Angoff wies mich an, die Samen in die Leichen der Gefallenen zu pflanzen. Er schien verzweifelt zu sein. Aber es lag auch ein gewisses Mitgefühl in seinem Blick. Hier, nehmt sie. Ich will sie nicht. Ihr könnt diese Aufgabe übernehmen. Vielleicht wird uns das helfen. Von Min weg. Riskiert nicht, dass dieser euch verletzt. Min wird das Spiel gewinnen. Min wird alle schlagen und uns hier herausbringen. Alle von uns. Helfen? Ihr könnt nicht helfen. Wir stecken hier fest. Kämpfen bis zum Tode. Niemand kommt hier lebend raus. So läuft das Spiel halt. Min wird sie alle töten. Selbst den Beobachter. Dann muss er uns gehen lassen. Er kann uns nicht mehr festhalten, wenn er tot ist. Helfen?
So wie sein neuer Meister Talik diesem geholfen hat? Er warf mich in die Grube hier, gab mir diese Rune und wünschte mir viel Glück. Ich weiß nicht einmal, was ich mit der Rune anstellen soll. Er sagte, sie würde die Macht der Toten nutzbar machen, was auch immer das heißen mag. Er nannte sie seine Todesrune. Es ist finstere Magie und Mim will damit nichts zu tun haben. Beweist Mim, dass ihr wirklich helfen wollt und findet heraus, was man mit der Rune anstellen kann. Vielleicht können wir sie gegen ihn einsetzen. Talik sagte, ich soll auf dem Boden nach Runen suchen. Irgendeine Art Kreis. Die Monde sollen Mim holen, wenn dieser auch nur ein Wort davon verstanden hat. Vielleicht kommt ihr ja darauf, aber bitte lasst Mim dies nicht bereuen. Dieser vertraut euch, weil ihr Mim nicht angegriffen habt. Noch nicht. Also habt ihr meine Rune? Interessant. Entweder arbeitet ihr mit der Katze, oder ihr habt ihn getötet. Ich bevorzuge natürlich das Letztere, aber vielleicht bin das nur ich. Trotzdem, es gibt heute für jeden einen Weg, um zu gewinnen. Die Rune, die ihr tragt, ist mächtiger, als ihr euch vorstellen könnt. Wenn die Katze ihr wahres Potenzial kennen würde, hätte sie sie niemals hergegeben. Die Macht der Toten fließt durch die Rune. Manche nennen es Nekromantie, doch die Rune hat noch einen anderen Zweck. Die Todesrune verwandelt euch. Jeder Tod, den ihr in dieser neuen Gestalt sät, macht die Rune mächtiger. Ich habe vor, die vollständig aufgeladene Rune einzusetzen, um von dieser Ebene zu entkommen. Nicht einmal der Beobachter wird mich aufhalten können. Ich werde mich natürlich an jeden erinnern, der mir bei meiner Flucht geholfen hat. Setzt die Rune in diesem Kreis ein und ihr werdet euch verwandeln. Dann wird die Rune die Essenz von jedem in sich aufsaugen, den ihr erschlagt. Je mehr ihr tötet, desto stärker wird die Rune. Aber zögert nicht. Die Verwandlungskraft der Todesrune hält nur eine gewisse Zeit an. Diese Frau wird leben. Dafür habe ich gesorgt. Sie ist zu wertvoll, um sie so früh im Kampf zu verlieren. Ihr habt vielleicht ihre Aufgabe erledigt, aber ich weiß, dass sie mir am Ende helfen wird. Aus diesem Grund ist ihr Leben nicht verwirkt. Tut nicht so, als könntet ihr mir ans Herz blicken, Sterbliche. Jolene ist rein. Im Gegensatz zum Rest meiner Armee ist sie nicht von der Verderbnis befleckt. Ich brauche jemanden wie sie, um diesen Krieg zu gewinnen. Dem Herrn der Intrigen dienen? Nie wieder, Sterbliche! Ich kämpfe in dieser Schlacht um mein Leben. Um die Verwandlung in das, was aus mir geworden ist, wieder umzukehren. Die Magie, die mir diese Gestalt verliehen hat, liegt irgendwo in diesem Reich verborgen. Genau wie die Magie, die mir mein altes Ich zurückgeben kann. Ich will wieder ganz ich selbst werden. Deshalb spiele ich dieses lächerliche Spiel. Und jetzt lasst mich in Ruhe. Die Samen haben meine Streitkräfte vergrößert und mir ausreichend Truppen verschafft, um diesen Krieg zu gewinnen. Mehr habe ich von euch nicht verlangt. Warum? Warum hilft Angov mir? Was? Was ist hier los? Yeah.
der Geruch des Todes umweht euch. Dieser nimmt an, dass ihr einen Weg gefunden habt, die wahre Kraft der Rune zu nutzen, nicht wahr? Dann wird unsere Reise noch eine Weile weitergehen. Von jetzt an müssen wir auf jeden unserer Schritte achten, ja? Falls ihr meinen Gefährten noch weiter helfen könnt, dann bittet Mim darum, dass ihr es auch tut. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Gemeinsam. Ich kann diesen Albtraum beenden. Ich kann diesen Albtraum beenden. Ein Schritt und alles wäre vorbei. Keine Sorgen mehr. Keine unschönen Optionen. Ich müsste niemanden verletzen. Nur ein einziger Schritt. Helfen? Niemand kann uns helfen. Wir sind schon tot. Verloren. Vergessen. Nur weitere Spielzeuge für Molag Bahl. Wir können dieses grässliche Spiel nicht gewinnen. Niemand kann das. Warum sollen wir es überhaupt versuchen? Ich konnte ja nicht einmal auf die eine Sache aufpassen, die ich zum Überleben gebraucht hätte. Es hat keinen Zweck. Entweder ich kämpfe einen sinnlosen Kampf, oder ich mache all dem hier und jetzt ein Ende. Ich weigere mich, dieses Spiel zu spielen. Ich weigere mich, gegen meine Freunde und Verbündeten zu kämpfen. So ist es besser. Der Schatten. Der den Fürstin Estre mir gegeben hat. Sie sagte, er würde mich beschützen. Aber als ich nicht kämpfen wollte, um dem Schatten zu helfen, sagte er, ich wäre unwürdig. Er sagte, ich hätte es nicht verdient, einen so guten Schatten zu haben. Und dann spazierte meine einzige Chance, das hier zu überleben, einfach davon. Neuer Kandidat ist angekommen. Hat alles mit kalten Augen vernommen. Aber was bedeutet das? Nur der Schattenhof weiß wohl was. Wählt weise oder euer Untergang ist keineswegs leise. Meine Treue erringt man mit Rätseln und Reimen. Doch in Relmus will einfach der Spieltrieb nicht keimen. Wem wundert's, dass ich da nicht fügsam bin? Nach wem Starken steht mir wohl der Sinn? Seid es vielleicht ihr, die ich muss nun fragen, euch jenen Dienst wohl aufzutragen? Wollt ihr die Suche nach der Fürstenmaske wagen? Eine schöne Maske von großer Pracht verleiht meiner Fürstin ihre Schattenmacht. Bei einer Feier, wo man viel frisst, fiel sie herab und zerbrach. So ein Mist. Keiner weiß mehr, wo sie nun ist. So sandte man mich aus, mich mit Buße zu schinden und auch diese verflixte Maske zu finden. Ist die Tat vollbracht, wird wieder gelacht. Und der dunkle Elf braucht nicht zu verzagen. Die Maske zu bringen wird nicht leicht gelingen, denn sie ist in Teile zerschlagen. Ich weiß wohl, wo jeder Teil verbleibt, und ich weiß auch, welch Ziel euch treibt. So lauschet mir, auf dass das Pech sich nicht die Hände reibt. Zu finden gilt es nun der Teile drei, von denen keines wie das andere sei. Das erste ist dort unter der Brücke aus Stein, wo Dornenranken stechen des Wanderers Bein. Das zweite steht fest dort in der Welt, wo mein Blick auf strömendes Wasser fällt. Das dritte wird euch zu sich locken, unweit der gefrorenen Riesenbrocken.
eine zerbrochene Maske ich suche. Findet sie oder ich fluche. Meine Hinweise sollen euch leiten und lassen euch den rechten Weg beschreiten. Seht ihr meinen Hofnarren? Ist er nicht gut aussehend? Im Leben kannte ich ihn und andere Mitglieder des Schattenhofs. Wir haben bei mehr als einer Gelegenheit zusammengearbeitet. Tanzt er nicht wie ein Daedra? Oh, aber ihr müsst euch wundern, warum ich hier bin, um euch zu begrüßen. Was? Könnt ihr etwa meine Gedanken nicht lesen? Ich scherze nur. Ich bin nur gekommen, um euch für den Dienst zu danken, den ihr mir erwiesen habt. Ein Dienst, um den ich euch nicht einmal gebeten hatte. Der Dunkelelf hier, so ein armer Kerl. Die Dinge, die er sich selbst antun wollte, wie traurig. Direkt und auf den Punkt, das weiß ich zu schätzen. Wir haben so viel gemeinsam, ihr und ich. Ich wollte euch wissen lassen, dass ihr die Erwartungen des Beobachters übertrefft. Er hätte gedacht, dass ihr inzwischen schon längst tot sein müsstet. Er hat sicherlich nicht damit gerechnet, dass ihr loslauft und alle rettet. Weil ihr euch bald entscheiden müsst. Der Beobachter wird euch das Spiel nicht viel länger spielen lassen, wenn ihr euch nicht für eine Seite entscheidet. Ich lade euch ein, euch meiner Mannschaft anzuschließen. Wir passen perfekt zusammen. Es wäre schlicht das Sinnvollste. Deshalb bin ich ja so froh, dass ich darauf gekommen bin. Ihr verspottet mein Spiel, Sterbliche. Nach meiner Berechnung sollten die Magier jetzt tot sein. Aber nein, sie leben noch. Allerdings, ich muss sagen, dass mein Spiel schon lange nicht mehr so aufregend war. Also gewähre ich euch die größte Gnade, das Recht zu wählen. Ihr müsst euch für eine Seite im Spiel entscheiden. Es gibt keine andere Wahl. Die Regeln sind in das innerste Gespinst dieser Domäne eingewoben. Der einzige Weg, um eure Magier zu retten, besteht darin, sich an die Regeln zu halten und das Spiel zu gewinnen. Und jetzt sucht euch eine Seite aus,
oder überlasst die Magier ihrem Schicksal. Eilt euch damit, das Spiel wartet auf niemanden. Ihr steigt in ein Loch, das immer tiefer wird. Im Gegensatz zu meinen Gegnern und mir könnt ihr diesen Ort immer noch verlassen. Trotzdem bleibt ihr und hofft, dass ihr irgendwie die Sterblichen von der Magiergilde retten könnt. Wie interessant. Spüre ich da Übermut oder einfach nur Dummheit? Das ist nicht euer Kampf. Das ist nicht euer Krieg. Begreift ihr das denn nicht? Wir sind hier, weil wir einen dädrischen Fürsten enttäuscht haben. Und ihr seid hergekommen, um eben diesen Fürsten zu besiegen. Warum sollte jemand wie ihr so viel für das Leben anderer aufs Spiel setzen? Ihr steht in einem Drachenhort. Der Weg hinter euch ist frei und trotzdem besteht ihr darauf, weiter voranzuschreiten und mit jedem Schritt den Drachen weiter zu reizen. Das treibt mich schier in den Wahnsinn. Die Heldin der Klippen kehrt triumphierend zurück. Ich hoffe, dass ihr da unten nicht zu zerzaust wurdet. Neben den Bauern zu kämpfen, kann eher unangenehm sein. Sie sind wirklich ekelhafte Kreaturen. Natürlich. Ich meinte nicht Sie, Dummerchen. Ich meinte Talik und die Bauern dieses Rankenmanns. Zombies und Skelette, garstige Kreaturen. Stellt euch das nur einmal vor. Sich mit den Toten einzulassen, weil einem die Lebenden nicht helfen wollen. Meine Soldaten hingegen gehorchen mir aus freien Stücken. Natürlich tun sie das. Ich kümmere mich darum, dass es meinen Bauern gut geht. Ich versuche wirklich mein Bestes, um meine Truppen bei Laune zu halten. Wie das eine gute Herrscherin ebenso macht. Ich mache eine schlimme Lage erträglich. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um ihnen ihr Schicksal ein wenig zu erleichtern. Ah, ihr durchschaut mich ganz und gar. Ich war einst eine Prinzessin, wisst ihr? Doch dann bin ich ein paar schlechte Handel eingegangen und so ein Gör hat meine wohlüberlegten Pläne durchkreuzt. Hasst ihr es nicht auch, wenn euch so etwas widerfährt? Ich wollte euch nicht aus der Fassung bringen. Es sind nur böse Erinnerungen. Ihr habt die Macht anscheinend genossen, die ich euch gab. Auch ich weiß, wie beglückend die Macht über Tod und Dunkelheit sein kann. All dies und mehr kann euer sein, wann immer ihr es wollt. Wenn ihr euch mir bei dieser Kampagne anschließt. Natürlich! Was sollte es denn sonst sein? Macht macht uns glücklich. Sie erhebt uns über den gemeinen Pöbel. Zu Lebzeiten verfügte ich über mehr Macht, als ihr euch erträumen könnt. Doch ich war töricht. Ich ließ sie aus meinen Händen gleiten. Ich habe die Entschlossenheit einiger anderer offenbar falsch eingeschätzt. Eine simple Fehleinschätzung, doch sie zerschlug meine gesamte Machtgrundlage. Ich werde diesen Fehler nicht noch einmal begehen. Ich werde meine Macht voll zum Tragen bringen. Niemand wird mich aufhalten. Ihr verspottet mein Spiel, Sterbliche. Ihr müsst euch für eine Seite im Spiel entscheiden. Es gibt keine andere Wahl. Die Regeln sind in der Sinne. Das glaubt ihr. Erst müsst ihr den Krieg gewinnen. Nun, wen werdet ihr aussuchen? Angov aus dem Reik? Talik vom Wurmkult? Oder Sippenfürstin Estre, die einstige altmärische Prinzessin? Ihr dürft noch einmal mit ihnen sprechen, bevor ihr euch entscheidet. Sippenfürstin Estre mit der silbernen Zunge, mit einem Flintengeist gesegnet und dem Talent, ihre Seele ein ums andere Mal zu verkaufen. Ich vermag nicht zu sagen, wie viel dädrische Fürsten sie schon gewonnen und wieder verloren haben. Seid ihr sicher, dass ihr euch jemandem anschließen wollt, der so betrügerisch ist?
Dann wählt eure Seite und hört auf, mich mit eurem Zaudern zu langweilen. Talik, der ehemalige Diener Manimarkus, sieht nichts als den Tod und strebt nach nichts als Macht. In seiner Seele gedeiht mehr Übel, als ihr in 100 Sterblichen finden könntet. Seid ihr sicher, dass ihr euch jemandem anschließen wollt, dessen Seele schwärzer als die finsterste Nacht ist? Dann wählt eure Seite und hört auf mich mit. Angorf, der Unsterbliche, wird schwächer. Er zweifelt an den Entscheidungen, die er getroffen hat. Seine Reue übermannt ihn und treibt ihn zu Verzweiflungstaten. Seid ihr sicher, dass ihr euch jemandem anschließen wollt, der eine so schwere Last trägt? Also habt ihr euch entschieden. So soll es sein. Ihr habt Angorf aus dem Reich die Treue geschworen. Ihr habt eine Seite gewählt. Ihr müsst verstehen, dass nur ein Teilnehmer das Spiel gewinnen kann. Und wie immer kann ich die Regeln ohne Vorankündigung ändern, damit das Spiel spannend bleibt. Niemals. Das Spiel ist unantastbar. Doch ich kann seine Regeln ändern, um die Teilnehmer im Ungewissen zu lassen und meinen eigenen Interessen Vorrang zu verleihen. Erstattet demjenigen Bericht, dem ihr die Treue gelobt habt. Das Spiel beginnt jetzt. Im Leben treffen wir viele Entscheidungen, von denen wir ernsthaft annehmen, dass sie richtig sind. Dieser Körper zum Beispiel, er war ein Geschenk vom Herrn dieses Reichs. Er sagte, er würde mir die Kraft geben, die Verderbnis von Glen Umbra zu stürzen. Er hat gelogen. Schaut euch doch um, Narren! Würdet ihr die Zelle eines Gefängnisses öffnen, nur um sie in ein anderes zu entlassen? Dieses ganze Reich ist ein Gefängnis. Nein! Es gibt keinen Weg, eure Magier zu retten. Wir alle sind hier gefangen. Für immer! Die Magie, die diesen Leib erschaffen hat, liegt irgendwo in diesem Reich verborgen. Wenn es mir gelingt, dieses Spiel zu gewinnen und den Klippen des Scheiterns zu entfliehen, hoffe ich, ihre Quelle zu finden. Helft mir zu gewinnen und ihr könnt Julien mitnehmen. Ich suche nur nach einem Weg, diesen Wahnsinn zu beenden. Talix und Estris Champions müssen fallen. Benutzt meine Samen. Pflanzt sie in die Leichen jener, die ihr erschlagt, um neue Verbündete zu erhalten. Es wird nicht leicht werden. Und wahrscheinlich werdet ihr auch nicht gewinnen. Aber ihr seid seit meiner Ankunft hier meine beste Chance, all das hier zu einem Ende zu bringen. Ja.
Führung! Ich glaube, dass ihr jemand anderen als meinen Meister... Im Laufschritt! Jetzt! Töten! Ausschwärmen! Einer der Champions besiegt. Beeindruckend! Endlich wird das Spiel interessant. Nach allem, was unser Meister euch versprochen hat, tut ihr uns das an? Brennt es nieder! Schwärmen! Interessant. Trefft mich am Eingang meines Ausblicks, um eure Belohnung zu erhalten.
Feuer! Da seid ihr ja. Ich habe nach euch gesucht. Was bei den Acht geht hier vor sich? Es gab einen furchtbaren Tumult und dann ist Angor verschwunden. Wirklich? Ich wusste, ihr könnt es schaffen. Nun, ich meine, ich hatte natürlich keine echte Gewissheit, dass ihr es schaffen würdet. Aber ich hatte sehr wohl ein gutes Gefühl bei euch. Habt ihr die anderen gesehen? Relmus? Mim? Ich muss sie finden. Wir sind gemeinsam hier hineingeraten und wir werden auch genauso wieder herauskommen. Ganz nebenbei gefragt, wohin wolltet ihr denn eigentlich gerade so eilig? Oh, die Belohnung. Ich bin ziemlich sicher, dass ihr nichts davon haben wollt, was der Beobachter anzubieten hat. Aber seid nur vorsichtig da oben, hört ihr? Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Beeindruckend, höchst beeindruckend. Niemand in der Geschichte meiner Spieler hat es je geschafft, zwei Champions zu besiegen. Aber jetzt müsst ihr noch eine Herausforderung meistern. Besiegt meine Wächter und erreicht das Portal, um eure Belohnung zu erhalten. Das Unmögliche geschafft. Jetzt eure wahre Belohnung. Macht euch bereit, mir gegenüberzustehen. Ihr werdet dem Beobachter nicht allein gegenüberstehen. Wir stehen das gemeinsam durch. Lästiger Magier, fort mit euch! Dieser Wettbewerb findet zwischen denen statt, ihr. Eure Einmischung stört mich, Magier. Hinfort! Ihr habt das Unmögliche geschafft. Jetzt eure wahre Belohnung. Macht euch bereit. Wie aufregend. Ihr habt das Spiel gewonnen, das nicht gewonnen werden konnte. Ihr habt euch gegen die Regeln des Reichs gestellt. Oh, gute Arbeit. Gute Arbeit. Verwirrend, nicht wahr? So ist der Lauf der Dinge in Kalthafen. Das Spiel geht immer weiter, also muss es auch immer einen Spielleiter geben. Trotzdem zeige ich mich erstaunt, dass ihr es geschafft habt, das Spiel zu gewinnen. Das hätte eigentlich unmöglich sein sollen. Also wählt eure Belohnung. Ihr habt gewonnen, ohne Lug und Betrug. Also dürft ihr euch einen Begleiter auswählen, bevor ihr geht. Nur einen. Die anderen müssen hierbleiben und weiterspielen, bis sie den Sieg für sich selbst erringen können. Nun, seid ihr bereit, eure Entscheidung zu treffen? Wer soll es also sein?
Nun gut, die Magier gehören euch. Angoff hat die Ehre, weiter mein Spiel zu spielen. Lebt wohl und vielen Dank für einen derart spannenden Wettbewerb. Ihr werdet nicht noch einmal daran teilnehmen dürfen. Hab Dank, dass ihr uns gewählt habt. Ich glaube, ich hätte an eurer Stelle Angoff gewählt. Aber ich bin nicht traurig, den Beobachter und sein Spiel hinter mir zu lassen. Wir machen uns sofort auf den Weg. Dorthin wollten wir gehen, als wir von den anderen getrennt wurden. Ich wünsche Angoff viel Glück. Er war eigentlich gar kein so übler Kerl. Ich glaube, er hat sich irgendwo tief in seinem Innersten daran erinnert, wie es war, ein Mensch zu sein. Wo sind denn nur alle? Das müsste doch der richtige Ort sein. Bleibt zurück, widerwärtige Bestie! Sonst werde ich euch abschlachten! Oh, ihr seid es. Geht ihr spazieren? Genießt ihr die schöne Landschaft? Und ihr leistet dabei großartige Arbeit. Ganz wunderbar. Wartet einen Augenblick. Seid ihr durch das Portal gegangen? Habt ihr den Beobachter getroffen? Ganz wunderbar. Ich wollte schon immer beim Spiel des Beobachters mitspielen. Doch da ihr das nun getan habt, hat das wohl nur noch wenig Sinn, oder? Ich bin sicher, ich finde schon eine andere Obliegenheit, um mich zu beschäftigen. Also, wo waren wir? Warum bin ich noch gleich hierher gekommen? Brillant! Einfach großartig! Wahrlich! Ich wünschte, mir wäre das eingefallen. Dann aber ab mit euch. Ich werde dafür sorgen, dass alle heil und einigermaßen unversehrt in der leeren Stadt ankommen.